So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Salt and Sanctuary. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich hier wieder beim goldenen Maskenclan bin. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hier steht ein Alchemistentyp, den ich benutzen kann. Ich kann aus irgendeinem Grund keine anderen Eide mehr ablegen, seitdem ich hier in dem goldenen Maskenclan gedöns bin. Was ich aber gerne machen würde, weil die Tränke sind scheiße. Aber gut. Das soll uns nicht weiter stören im Moment. Im Moment interessiert mich eher, dass ich meine Waffe nochmal transportieren kann. Und zwar in das Maul des Todes, was mehr Schaden macht. Hat zwar nur eine B-Skalierung und Stärke, allerdings macht es mehr Schaden. Nicht so viel Schaden wie das hier allerdings. Aber ich habe mich natürlich informiert. Und das soll die beste Schwertwaffe im Spiel sein. Ob das jetzt nun noch so ist, das werden wir sehen. Maul des Todes, bitte! Ein verhülltes Bollwerk gegen das Maul des Todes. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, super. Ah, sieht auch ganz angenehm aus, ne? So, dann fragen wir mal Mr. Schmied, was wir brauchen, um das aufzurüsten. Unser neues Maul des Todes. Wo ist es denn da? Eine Haarlocke. Die haben wir zufällig gerade dabei. Und deswegen können wir das aufrüsten. Maul des Todes 1. So, das brauchen wir als nächstes. Noch eine Haarlocke. Okay, aber natürlich auch Seelen. Die wir im Moment nicht haben. Aber das ist ja kein Problem. Da fahren wir einfach noch ein bisschen. Hier kommen wir noch nicht lang. Okay. Wir müssen also erst... Also ich habe jetzt die Fähigkeit. Bin ich denn überhaupt? Ich weiß gar nicht. Weiß gar nicht, was hier abgeht. Red Hall of Cages, das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. Ich habe jetzt die Fähigkeit, hier diesen Boden begehbar zu machen, sage ich mal. Mit einer Fackel. Was ja schon mal ganz angenehm ist. Ja, natürlich brauche ich die Fackel noch länger. Okay, das war jetzt irgendwie sinnlos. Die Frage ist noch im Prinzip... Was bringt mir das jetzt genau? Man muss ja irgendwie noch ein bisschen weiter gehen hier. Ich müsste ja eigentlich... Nein, triffst mich nicht. Eigentlich müsste ich ja runter wieder in das Wassergebiet. Und da führt mich ja mein Weg jetzt auch hin. Weil bei dem Dome waren wir fertig. The Dome hatten wir abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht's hier runter hier. Ich habe übrigens einen Ring angelegt, der meine Umgebung erhält. Hier war ich schon, ne? Ja, sonst liegt da oben ein Item. Was ist hier? Heiligtum rechts. Naja, ist kein Heiligtum, sondern nur so eine kleine Zwischenbase. Aber gut, lassen wir mal durchgehen. Okay, dann müsste er hier eigentlich gleich... Ah ja, hier ist Johnny Schwerdo. Wo ist du denn hin? Hallo. Entschuldigung. Wow, das ist ja Skills, wollte ich fast sagen. Aber dann warst du tot. So, hier war der beste Boss im Spiel. Nachweislich nicht der Tree of Man. Was für ein Scheißvieh. Fast so schlimm wie das dritte Lamm. Aber gut, davon wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Das sind wieder die Djangos. Die jetzt natürlich auch keine Chance mehr haben. So, ich muss mal kurz hoch. Und da ist ja gleich der Schrein. Jetzt sind wir auch schon ganz richtig hier. Genau. Und hier ist natürlich kein Schmied. Warum auch? Habe ich einen Schmied dabei? Natürlich nicht. Warum soll ich auch einen Schmied dabei haben? Das wäre ja Quatsch. Das wäre ja vielleicht vorher gucken sollen, ob hier ein Schmied ist. Und wenn nicht, hätte ich mich einfach zu... Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich schneide kurz. Und wir sehen uns dann gleich genau hier wieder. Obwohl. Mal gucken, können wir hier bestimmt Shortcut-mäßig was machen, oder? Guck mal, unser guter Freund mit dem Auftrag. Die rote Halle der Käfige sollte nicht hier sein, sondern in Askaria. Sie ist ein bekanntes Verlies dort. Besonders aufgrund ihrer Hinterlassenschaften aus Blut und Elend. Warum ist sie also hier? Selbst die Burg, in der wir waren, hat sie dich nicht an... Clouden Case aus Kulkas erinnert. Ich habe sie nie persönlich gesehen, aber ich weiß genug darüber, um zu wissen, dass die Burg nicht hierher gehört. Clouden Case, die rote Halle,
Sie sind nahezu perfekte Nachstellungen. Alle auf einem Fleck hier. Ist das das Werk eines verrückten Architekten? Ich frage mich, was diese Höhle bereithält. Diese Höhle, kann ich dir sagen, mein Bruder, hält einen Boss bereit, den ich bereit bin zu töten. Aber vorher... Ja, wie gesagt, ich rüste meine Waffe erstmal noch ein bisschen aus. Dafür muss ich ja leider nochmal zurück. Das will ich euch aber nicht antun. Wir sehen uns einfach gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder und ich habe das Maul des Todes ja auf Stufe 5 jetzt upgraded. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das so bringt. Warte mal, wir können ja gerade mal hier... Angriff 133. Das klingt doch erstmal nicht schlecht, oder? Das klingt doch nicht so schlecht, ne? Ah, ist okay, würde ich sagen. Ist okay. Okay, dann, ja. Wo gehen wir lang? Ich probiere es erstmal oben lang. Ich will hier nochmal ein bisschen was abklappern, weil wir haben jetzt diese super tolle neue Fähigkeit. Da links war nichts, das weiß ich. Das weiß ich. Und rechts glaube ich auch nicht. Aber hier müsste noch irgendwas gewesen sein. Wenn man die Platten, die sowieso erscheinen, also brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Die sind schon mal weg. Die auch. Ja, diese Totenkopfviecher sind eh One-Shot. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Die Bitches sind auch kein Problem. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Ach, wir haben hier so einen Waffen-Johnny. Ja. Du bist jetzt auch weniger das Problem. Oh, schon mal stärkere Gegner als dich gesehen. So, wir haben mal einen Hebel aktiviert, der uns hier durchgelassen hat. Aber wo geht's hier lang? Hier ist auf jeden Fall... Da geht's hier nicht... Ah! Oh. Das hätte ich ja total vergessen, dass es hier zum Sunken Keep geht. Das war mir jetzt nicht so klar. Interessant. Gut, danke für die Info. Gut, gut. Okay. Wenn wir diesen Weg auch nicht ganz umsonst gegangen, sage ich mal. Wo geht's hier? Hier war zu, ne? Hier kommen wir von der anderen Seite dann wahrscheinlich irgendwann lang. Ja, ist wahrscheinlich. So, dann schauen wir nochmal. Ah, hier sieht's aus, als könnte man mit dem Obelisken da langlaufen. Die Dicke. Außerdem gab's hier auch noch ein ein Obelisken in dieser Höhle. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr wo, aber irgendwo gab's den. Hier ist gar... Doch, hier ist auch was. Klar. Hier ist Wandsprung-Action. Habe ich das schon gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube schon. Hier gab's ein Item, das habe ich mir schon geholt. Genau. Also, nichts mit Obelisken. Hier ist Item gewesen. Okay. Au, Beine gebrochen. Macht nichts, kein Problem. Man kann sich doch mal zwischendurch die kleinen Beinchen brechen. So, war hier noch was? Ne, hier war auch nur ein Item. Okay. Ich muss jeden Gang abklappern, weil ich habe Angst, irgendwas zu verpassen. Nein. Okay, vielleicht doch. Nein. 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 Ja, sag ich doch. Sag doch nein. Chitin-Rüstungs-Dings. Das hätte ich gebraucht, um dieses andere Schwert machen zu können. Wollte ich aber nicht, ne? Wollte ich ja nicht. So. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, kann man auch nochmal kurz aufheilen. Genau. Und dann kannst du weitergehen. So, also oben haben wir jetzt schon mal abgeklappert, würde ich sagen. Dann sind wir fertig jetzt. Kann man, glaube ich, so behaupten. Dann müssen wir jetzt... Guck mal, hier ist so eine... Weiß nicht, ich weiß gar nicht, was du bist. Die Zaubertante oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oh. Der hat mir gehauen. Der hat mit mir gehauen. Mann, du fieser, buser Typ. Jetzt will ich dich aber auch platt machen. Spring doch, spring doch. Der springt ja echt. Entschuldigung, ich muss noch kurz einen Schluck. Naja. Da hattest du jetzt wenig Chancen, mein Freund. Da hattest du jetzt wenig Chancen. Das sind wieder die Banditen-Dudes, die mich hier wieder versuchen, in eine Falle zu locken. Was ja bisher so semi-gut funktioniert hat immer. Für sie, nicht für mich. Bam! Oh, 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 jetzt geht ab.
Jetzt ist er krass am Rollen. Ist he me Rollen? Da Hating. Controlling it, run, catch me run, dirty. Da ist immer noch zu, verdammte Hell. Warum geht der nicht da auf dieses Tor? Ich hätte gern, dass es aufgeht. Wo geht's hier nochmal lang? Ist auf jeden Fall. Du hast ein Schild, aber es bringt dir ja jetzt auch nicht so viel. Muss man sagen. Ah ja, drei Schläge? Ich weiß gar nicht. Schafft man den Sprung? Nein, tut man nicht. Okay. Gut, dann wäre das damit auch geklärt, dass man diesen Sprung nicht schafft. Ich hätte gern immer noch gewusst, wann man verwundet wird. Also wann man hier diese... Wann die maximale Lebensanzeige weniger wird. Ihr seht das ja da oben. Das interessiert mich dann schon mal. So, gucken wir doch einfach mal, was hier unten abgeht. Ach, hier unten ist Mr. Obelisk. Den wollte ich mir ja mal ansehen. Deshalb dieses ganze auf Kopf Gedönse hier ist auch nicht so leicht. Nicht einfach? Wahrscheinlich nicht, oder? Halt! Stopp! Nicht mit mir. Was passiert? Na, springe ich wahrscheinlich in bodenlose Höhen. Komm her und stirb. Stirb wie ein Mann. Nicht wie eine Maus. Goddammit. Ich komme gar nicht an die ganzen Items ran hier, solange ich auf dem Kopf bin. Uiuiuiui. Ja, nee, ist okay, ne? Ist okay. Da öffnet sich das Tor. Was ich gerne geöffnet haben. Hoch wollte. Jetzt kann ich nicht hier runter. Uiuiuiui. Endloser Reißzahn, okay. Was ist hier? Schockstein. Das klingt doch alles wie Items, die ich niemals im Leben benutzen werde. Aber es ist alles viel zu kryptisches. Soldatengedicht, okay. 11.000 Seelen haben wir. Das ist nicht wenig. Das kann man mal machen, würde ich sagen. Wo war denn jetzt unsere Sanctuary? Die war doch hier irgendwo, ne? Hier, ich gehe hier schon wieder raus. Ich merke das schon. Alles klar. Gut. Die war hier nämlich oben, ne? Weiß ich. Wusste ich. Mensch, jetzt halte ich nochmal fest. Kletter doch mal hoch. Und level doch mal auf. Vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste. Einfach mal aufleveln. Einfach mal Stufe 50 erreichen. Kann ich zwei leveln? Ne, nur eins. Natürlich nur eins. Was mir auch aufgefallen ist, Leute. Man kann... Lass mal auf. Hier. Kann man drei Level aktivieren, nicht nur eins. Was ganz interessant ist. Was wollte ich denn jetzt eigentlich skillen? Wo war ich denn jetzt unterwegs hin? Ich war unterwegs, hier dieses, diesen Trank zu gönnen. Und hat mich dabei verskillt. Was ja im Prinzip relativ scheiße ist. Nicht wahr? Genau. So, dann wollte ich Rüstungen auf jeden Fall noch pushen. Wo ist denn der nächste Rüstung? Ist da. Okay, dann kann man hier mal... Ein Level. Hallo. Danke. So. Okay, dann gehen wir mal auf Rüstungen. Kann man auch schwere Rüstungen hoffentlich bald tragen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nach oben, ne? Weil das Tor ist ja aufgegangen. Ich will ja jetzt natürlich auch sehen, was hinter diesem Tor ist. Das wäre mir jetzt schon ganz wichtig. Ich hoffe, ich erinnere mich an den Weg, aber ist ja noch nicht so lange her, Freunde. Ist ja noch nicht so lange her. Das dürfte ja doch in meinem Gedächtnis verankert sein. So krass wie nichts anderes. Wie gut, dass ich durch die Wand schlagen kann. Wallhack, Bitches. Einfach mal ein easy Wallhack angewendet, weil er es kann. Oh. Apropos Bitches. Und die schleudern Blitze, aber haben auch keinen Bock drauf. Warte mal, hier war doch der Ausgang. Ich bin eigentlich schon wieder komplett falsch. Ja, natürlich. Bin ich komplett falsch. Ich muss nämlich woanders hin. Ah, wohin? Hier unten? Auch falsch. Gut. Okay.
Okay. Verdammte Axt. Da will man einmal irgendwo lang gehen. Und das Spiel denkt sich, nee. Ist nicht. Ist nicht möglich. Ja, scheiße. Wo ging's denn dann her? Hier drüben war es nicht, das weiß ich. Ja. Weil. Man jetzt. Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Da drüben war nur ein Item. Leute, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wo ich jetzt lang gehen soll. Ja? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Danke. LG. Das wird mir sehr helfen. Ja, du tauchst auf und verschwindest. Mach, wie du willst. Mensch, jetzt. Jetzt ist. Jetzt ist Schluss mit lustig. Verstehst du? Irgendwann hört der Spaß auf. Au. Au. Warte, ich muss mal einen Schluck trinken. So, nochmal ein bisschen hauen. Was hat er verloren? Rotscherbe. Okay, ist jetzt nicht so Premium, aber gut. Ist jetzt hier richtig? Entschuldigung, bin ich hier richtig? Ich wollte gern zum Bossy-Boss. Bin ich hier richtig? Ne, ich muss nach oben. Weil der Schalter ist nämlich da. Wenn ich zum Bossy-Boss will. Nein, hör auf. Hör auf, Blitze zu schmeißen. Das ist unfreundlich. Runterfallen, auch. Sehr, schlecht. Ist nicht gut. Verdammt nochmal. Einfach mal Orientierungssinn hätte, dann wäre das Ganze vielleicht nicht so ein Problem. Ne? Aber vielleicht doch, man weiß es nicht. Wenn ihr mir nicht auf die Nerven gehen würdet, wäre das auch nicht so ein Problem. Fertig. Mit Teleportieren. Oh Gott. Du bist doch eine scheiß Nervensäge. Danke. Dass du gestorben bist. Ich werde auf deinem Grab tanzen. Next, please. Du bist also der Nächste. Au. That hurt. That hurt. Aber das tat dir gerade mehr wie als mir. Muss man ja auch ehrlich mal sagen. Genau, jetzt kommen die Dudes. Mit ihrem Schild. Die denken, sie könnten was mit ihrem Schild reißen. Ist jetzt erstmal Quatsch. Gib mir meine Salz zurück! Ich wollte schon wieder Seelen sagen, aber es ist Salz. Keine Seelen. Nein, hör auf. Hör auf. Tschüss. Bitches! Sind die weg? Ja, nein, doch nicht. Könnt mich ewig hinterherlaufen. Irgendwann seid ihr tot. Warte mal, Schockstein. Ist das sowas wie, genau. Das ist so eine Waffenverzauberung. Ah, hier geht's zum Boss. Das ist ja interessant. Das ist ja, da gucken wir doch einfach mal, ne? Weißt du? Oh, Seefeuer auf mein Schwert. Und dann schauen wir uns das Ganze auch einfach mal an. Hallo! Ausgeweidete Hülle. Das klingt seltsam. Oh. Hör auf hier! Warum zu ballern? Es wäre wunderbar, wenn wir den First Try schaffen. Dafür den sind wir auch schon ein bisschen zu OP. Oh oh! Wollte gerade sagen. Ein bisschen heilen. Ich schlachte dich. Easy. GZ, Alter. GZ. Achievement bekommen. The Cave. Zubi. Geht's hier noch weiter? Puppe aus ausgewählter Hülle. Nee, das war's. Das war's jetzt einfach, oder wie? Bisschen lame.
will ja nichts sagen, aber ein bisschen lame ist es schon.